Damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Pokémon Showdown Rangkämpfe im National 6, Gen 8, oh jo, wie auch immer. Ich habe mir so überlegt, ich mache ein Team ausschließlich aus Fossilien. Und das Team ist dabei rausgekommen. Mit einem Mega Aerotool, Dracovish, Dracozolt, Amagaka, Videl und Polterus. Ja, und dann gucken wir mal, wie wir mit diesem Pokémon, mit den Attacken, die ihr seht, der Items, EVs, IVs, wie auch immer, ob wir damit klarkommen, ne? Dann würde ich sagen, auf in den ersten Kampf. Let's go! Unser erster Kampf ist gegen Dogge 83 mit einem Calyrex Eis, Psychofee. Psychofee, Psycho Eis, okay. Guck mal, was der so tut jetzt. Ja, vergiften wir ihn. Wir geben ihm erstmal einen Timer. Also, ich meine, Speedros ist für mich okay, muss ich zugeben. Ich denke, dass er jetzt First Turn angreift, to be honest, ne? Glacial Lance. Okay, das heißt, wir müssen jetzt zwischen, egal, wenn wir reingehen, auf jeden Fall Protect. Wir haben hier da Protect, da Protect. Da sind wir wahrscheinlich. Ah, ne, mit dem plus 2 Speed wird er doch nicht mehr schneller, ne? Aber wir können auch mit Draco, mit Aurora auf jeden Fall nochmal protecten, ne? Ja, gut. Oh, er war einer Max. Aber wir protecten. Das Max Quake wird halt nicht killen dadurch. Ich bin nochmal so. Wir protecten noch eine Runde. Oh, okay, das. Da. Dass wir den Durchgang bekommen haben, ist halt schon unlucky für ihn. Er boostet halt schön. Der hat jetzt nochmal plus Spätzle bekommen. Aber ist egal. Wir greifen halt sowieso nicht an. Ah, Protect fehlt. Schade. Schade, Schokolade. Ja, guck mal, der macht jetzt nächste Runde schon. Aber immer noch 18. Das wurde es nicht mehr. Okay, das ist schade. Aber wir können es wohl später auch mit Bessie oder noch Dynamaxen, ne? Oder nehmen wir auf den Draco. Mit dem the same, to be honest. Wir protecten. Ja, es hat nur 8% Leben. Das heißt. Egal, was passiert. Er hat den Kampf verloren auf jeden Fall, ne? Selbst wenn er ihn besiegt. Joa. Gut, wenn du mit einem Punkt bist und man dann direkt vergiftet, wenn man das kann, ist es halt immer blöd für den Gegner. Also für den Gegner in dem Fall. Also für mich ist es gut. Ein Sieg. Also Sieg nehmen wir natürlich mit. Aber für ihn, ja, wenn du einen Punkt kämpfst, ist es halt, wenn du dich nicht healen kannst, ist es halt. Ja. Ein Timer halt, ne? Joa, dann auf in den zweiten Kampf, würde ich sagen. Okay, unser zweiter Kampf ist gegen Buddy 926 mit einem Dusselgur, Ariados, Voltula, Modapel, Smetbo und einem Arceus. Ich frage, was für ein Typ das wäre, wenn wir mal gucken. Oder gucken müssen. Was kann denn Dusselgur, warum du mit dem leadest? Also, wir haben. Okay. Heatwave, Critical Hit, okay. GG, I think. Also, was das so gut das kann. Ich wusste ich nicht, to be honest. Hä? Dual Wing mit Heatwave, Steel Wing. Okay. Also, für jeden Fall, dass er wechselt. Mal auf Toxic, ich meine. Hä? Was ist. Hä? Aber warum machst du mit dem Dusselgur? Ich meine, wenn das Dusselgur kann, dann kann das ja halt. Navitaub und Phaser Snob ja genauso. Warum machst du das nicht mit einem Phaser Snob? Das verstehe ich nicht. Arceus Bug. Okay, ein Only Bug Team außer Dusselgur? Judgment, okay. Ist doch hier seine Signature-Attacke, ne?
Ja, was machen wir gegen Akios Book? Der killt nicht! Der Drainpool zum Glück auch nicht, aber der Euros. Mit deinem Max? Ja, er hat gehofft, dass er dadurch jetzt, ne, aber. Ja, Euros wäre jetzt auch durchgegangen, ne, aber. Ey, wenn du schon so ein Troll-Team spielst, ne, verstehe ich nicht, warum du dann, wenn dein Arceus besiegt ist, plus der Dusselgur, dann rausgehst. Ich meine, das. Wenn er so mega irre der Tür kommt, kann das hier. Also, ja, okay. Ja, gut, dann würde ich sagen, auf zum nächsten Kampf, ne? Aber man muss sagen, gut, dass er direkt aufgegeben hat und nicht gesagt hat, hey, ich warte, bis Zeit rumläuft. Unser nächster Kampf ist gegen Mordut. Einem Zeraora, Volverok, Fiaro, Lucario und einem Quaijutsu. Wenn er nicht mit Lucario startet, könnte ich Tosh jeden vergiften an sich, ne? Ja, wir gehen ganz stur, okay. War so ein bisschen abzusehen, weil mein Team schreit ja schon nach den Stealth Rocks, ne? Muss man ja zugeben. Flame Charge, ja, Init kannst du dir gerne holen, aber bringt die halt auch im Endeffekt nicht so viel. Weil du bist sowieso um einige schneller als jedes meiner Punkte, außer für Aero der Tür vielleicht noch. Genau, protecten wir. Dann gucken wir mal, was das kommt, Boy. Ein Brave Bird. Okay. Ich finde den Fall, dass er jetzt auswechselt, weil, ja, für den Fall, dass er auswechselt, gehen wir mal auf Toxic, aber. Und um ihn vielleicht auch ein bisschen Angst zu machen, dieses, hey, wir könnten jetzt ja nochmal auf Toxic gehen. So, Next Round ist er auf jeden Fall besiegt. Das heißt, wenn er jetzt auswechselt, damit Fiaro nicht instant stirbt, gehen wir jetzt hier auf den Toxic. Einfach, okay, ich kill sie selber, okay. Ja, nochmal viel Schaden machen halt, ne? Kann ich auch nachvollziehen, muss ich sagen. Ein Lickencrock. Der Rockslide macht 20. Der ging ja sehr schön. Okay, da für die Flinch eben. Da heilen wir uns mal ganz kurz an dem Lycan Croak. Gut. Ja, aber da wurde ich jetzt nicht vergiftet. Bei Lycan Croak brauche ich nicht. Also, to be honest, so heftig ist Lycan Croak jetzt auch nicht. Zerora müssen wir auf jeden Fall vergiften. Auf jeden Fall. Kann zwar uns jetzt nicht so viel Schaden machen unbedingt mit. Credilly. Credilly. Plasmafäuste machen 14%. Eldritch of 1, Show of the Battlefield. Okay, das die Plasmafäuste machen ein anderes Feld oder so. Den Slash, also Schlitzer. Warum gibst du den Zeraora einen Schlitzer? Warum geht dann, ich verstehe nicht, warum nicht auf Lucario geht. Ich meine, gerade wenn mein Plan ist ja die ganze Zeit irgendwie vergiften und so. Und Lucario kann ich ja nicht vergiften. Also manchmal bin ich auch nicht so der Schlauste. Warum sage ich das aber? Die Frage ist ja generell, was mache ich in Lucario, ne? So, Quajutsu kann ich gleich so. Warte mal, lass es mir mal. Ich könnte hier einen EQ machen, ne? Komm, wir gehen mal auf Amagaga. GR Megat. Ist okay für mich, muss ich zugeben. Weil als Mega 355 Init. 359, das ist nicht Mega schon. Die Frage ist, Naioras killt der Lucario? Wahrscheinlich noch nicht. Das heißt, wir müssen noch ein Pokémon mehr abwerfen, damit er schön minus Death geht, richtig? Und wir brauchen Bastiodon für. Komm, wir baiten jetzt, dass er hier ruhig nochmal schön. Ist hier auf einmal, ist egal. Wie. Oh. Komm schon, warum sind die auf den Kloster mitgegangen? Das finde ich ja
belastend. Gehst aber auf plus 2, aber trotzdem im Ei oder Türen nicht killen. Und bei 82% killen wir den mit dem Aioas. Ja, nice. Ich wäre mir nicht sicher, wie es bei 98% war, glaube ich. Da war ich mir nicht ganz sicher. Die Water Shuriken, sie fahren wie oft die treffen. Dreimal, viermal. Okay. Okay, warum machst du nicht nochmal Water Shuriken? Hättest du doch Aioda besiegt. Hä, warum hat der jetzt mit. Und was, das war ein. Warum machst du Greninja nicht mit Protein? Mit Battlebot hat er das gemacht wahrscheinlich? Da hättest du doch jetzt den Kill rausholen müssen. Okay. Ja, okay. Wieder ein Sieg. Also nochmal ein Sieg, würde ich sagen. Dann auch für den nächsten Kampf, würde ich sagen, nochmal, ne? Der nächste Kampf ist gegen Baumball, Wablu, Togedemaru, Ratfatz, Molung und Tanze? Warum? Also warum? Was ist der Plan? Okay, Toxic Bugs verstehe ich. Ich habe mich kein Gift-Pokémon. Okay, verstehe ich dann dadurch noch mehr. Aber ein EQ von Tanzer wird doch niemals Credili killen. Der Gigadrink. Warum hat der Gigadrink? Ja, dann Tanz. Ist das hier oben Level 1 sind? Hat er die Level 1 gemacht einfach nur? Und deswegen killt der einfach auch so? Ja, safe, oder? Weil du mit dem Armor nicht sonst gekillt, oder? Nee, Quatsch. Verdammt. Nicht sehr viel, und ich sehe gerade im Chatverlauf, dass der Boy geliebt ist. Oder das Girl. Oh, okay, belastend. Ja, ich habe das Warten immer rausgecuttet. Jetzt bis zum Ende des Kampfes, seit er mir da war. Ich, ja. Aber vor allem, wenn du so ein Trollsteam spielst und dich dann wunderst, dass alle sterben, warum machst du ein Team aus Level. Das sind alle Level 1, ne? Ihr seht das ja nicht mal wirklich da, ne? Sehe ich gerade. sorry. sind aber Level 1, was? Really, ne? Also einfach really. Ja, okay, auf zum nächsten Kampf, ne? Der nächste Kampf ist gegen Rihornio, Ninjask, Blitzer, Deponitox, Funifras und Zapdos, okay. Ich möchte jetzt Sex rausmachen, aber die Rihornia hole ich schon einfach einen One-Shot, geht rein, kriege ich nur einfach, oder nicht? Oh, der killt nicht, One-Shot. Ja, okay, ich bin halt auch eher defensiv, muss ich sagen, aber, ja. Okay, wichtig waren die Sex draußen zu haben, finde ich persönlich. Und ihm noch nicht gezeigt haben, dass ich Toxic machen möchte. Ist auch gut. Mal sehen, egal welcher Punkt jetzt kommt. Das wird getoxikt. Toxikt. Knie ist einfach schon fast tot dadurch, ne? Durch Salesforce halt. Aber der protected. Ach, der. Ja, aber die Speed brauchst du nicht. Du bist eh schnell wie ich. Achso, Button Pass machst du. Ich verstehe. Mit die Folge spielst du eh safe physisch. Nee, ich spiele sie nicht, weil du gibst einfach auf. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, ich lasse den Kampf hier jetzt einfach mal drin. Die Kämpfe gerade gehen einfach fuck nochmal die ganze Zeit so. Entweder die geben First Turn auf. Das ist bestimmt schon mein 20. Kampf mit dem Team. Ey, ich verstehe nicht, warum die immer sofort dann rausgehen. What the heck? Boah, okay.
Wir gehen nochmal in den nächsten Kampf trotzdem. Okay, der nächste Kampf ist gegen Jesse. Mit Craxolatias, Knopfhenser, Kornospa, Porygon Z und Milotic. Okay. Da kommt doch jetzt safe Quaxo und der will einen Ring ausführen, oder? Joa. Die Frage ist, geht er zu Melodik oder geht er zu Knopfhenser? Der bleibt drin und der macht eine Hypnose, okay. Okay, die Hypnose trifft. Die Hypnose trifft. Wir walken ab und wir toxiken das Calyrex. Der wechselt wieder aus, ne? Nee, der wechselt nicht aus, okay. Dann protecten wir eine Runde. Wenn er nicht auswächst, we are calm-minded. Den Gateway noch nicht gesehen, okay. Das würde ich gerne auch dabei belassen, eigentlich. Psychic hat er eben gemacht. Der ist auf plus 1 Spezialangriff und plus 1 Spezial Death. Wenn er wechselt, gehen wir auf einen Toxic. Ist das schlau jetzt? Ja, wir müssen ja Protect, okay. Okay. Ja, war eigentlich absolut. Ja, es war zu predictable, ne? Dass ich dann nochmal auf Protect gehe. Aber wir haben jetzt eh Quaxo. Ne, Quaxo ist nicht. Ich glaube, Quaxo ist nicht toxic. Aber Calyrex und Milotic. Mein Spitzangriff erhöht. Sehr schön, Dankeschön. Wenn du drin bleibst, ist er mir Ludwig zwar noch nicht tot, aber es kriegt ordentlich Damage von den Giga Drain. Sleep Talk, but it failed, okay. Also wir haben 39% Schaden gemacht. Das heißt, wir würden den jetzt safe killen. Wird der jetzt Milotic hier abwerfen? Ja. Also nee, abwerfen nicht, weil er steept erstmal Rest, okay. Ist für mich fein, weil der wird das safe nicht auswechseln. Jetzt gehen wir wieder auf Giga Drain. Und wir healen uns halt gut gegen das Toxic Gegengarde actual. Wie geht denn nochmal was bei 40% Schaden und der ist damit dann. Das war mal ein Crit, ne? Oh, und der Gear Drain auch, okay. Mein nächste 18%, okay, das heißt, wir protecten, dass er safe tot ist. Aber er sich nämlich durch Unsicht auch rein kann. Ja, wir verlieren zwar auch Credili, aber das ist. Fein, oder? Jetzt kommt auch safe wieder Quaxo, ne? Hallo Quaxo! Da sind wir wieder, da sind wir dabei. Das ist prima. Und der wird mit dem Sub, auf jeden Fall nicht dahin. Auf dem Draco soll ich mit dem Sub. Der geht davon aus, dass ich jetzt angreifen werde. Der bleibt drin. Der Fissur. Oh, eine One-Hit-KO-Attacke. Ja, dann Bolt biegen wir, ne? Dann kriegst du jetzt aber einen fetten Step. Okay. Habe ich schon wieder im Left oder was, ne? Ja, wir Bolt biegen gleich nochmal. Nochmal projecten kann er nicht. Der müsste doch. Ja, okay. Aber war Bolt biegen nicht auch so, dass der. Irgendwie hat der doch doppelten. Kann ich nicht nachgucken. Kann ich aber gleich wieder, wenn der Match Switch da ist. Da hat er irgendwie auch einen. Zu das Ding, dass er irgendwann
Warte mal. Power Doubles if the user moves before the target. Achso, genau, wenn ich zuerst angreife. Das heißt, wenn ich schneller bin. Warte mal, 350. Er ist schneller. Das heißt, wir machen einen Outrage. Wir verlieren damit nichts, oder? Brauchen wir Draco Sword noch gegen Milotic, ist die Frage, ne? Milotic hat eh nur noch 67%. Oh, der gut, der sleept. Ja, ist die Frage, ob der Tusch dich jeden von meinen Pokémon rausnimmt damit noch, ne? Er megert den Draco, den leben wir, also, obviously wegen Dings. Ne, wegen dem Sash, ach, dem Sub. Okay, nice. Das Mega Latias ist raus. Und egal, wer jetzt reinkommt, der muss den Outrage von einem Dracozolt fressen. Wir können ja nicht auswechseln jetzt, ne? Wenn du noch eine Runde schläfst, dann hast du ein Problem. Steep Talk Toxic ist für mich fein. Wir sind noch nicht verwirrt, ne? Weil drei Runden Maximum bist verwirrt. Ja, dann bist du tot, Milotic, ne? Den Giftschaden fresse ich. Ja, ist okay. Auch wenn ich confused bin, ist für mich auch okay. Und du gehst. Also jetzt wäre ich die Möglichkeit gewesen, würde ich gewesen, noch auf Porygon zu gehen, um dich ein bisschen zu boosten, würde ich sagen, oder? Ja, wir können euch Ei oder Tür easy megan, aber wenn das Bestwert irgendwas Blödes macht. Ich gehe lieber auf Aurorus, muss ich zugeben. Strange Sap. Angriff reduziert sich. Das ist für mich fein. Ich glaube speziell an. Mit dem Hyper. Oh, der Zesch. Double Team, okay. Wir versuchen es einmal, wenn ich treffen, gehe ich halt auf Aerotür, weil der hat Aerial Ace, also Aeroas. Von das Krasse ist halt, durch die Fähigkeit, ne, hier mit Refrigerate, macht er, dass alle Normalattacken zu Eisattacken werden. Plus natürlich einen Schadensboost bekommen. Das heißt, hier in Hyper Voice hat, die macht er einfach 108 Base Power. Das ist schon eine ordentliche, also dann noch der Step-Bonus dazu und so, ne? Erstmal als Base-Power, so, ne? Und 108 ist schon. Das kann man wohl mitnehmen, ne? Okay, aber to be honest, ich bin jetzt froh, dass der Kampf jetzt endlich durchgegangen ist. Also, die anderen Kämpfe waren alle am Tag. Lass doch Polygon, lass mich doch alle besiegen, jetzt. Ich war gerade so, oh, cool, dass er drin bleibt und so. Jetzt lief der auch. Wow. Einfach nur, wow. So, war gerade so froh, so, hey, cool, der bleibt drin. Na, wenigstens mal einer, weil ich, also ist ungelogen. Ich habe gestern schon, mir schon mal gesagt, so, hey, boah, da wie viele, ne? Das ist auch heute jetzt schon mein Achterkampf oder so. Alter, what the fuck? Ich verstehe nicht, also, ohne es böse zu meinen, aber das Team ist jetzt ja nicht das krasseste Team. Na, so ein Only-Fossil-Team. Die haben halt viele Schwächen. Und ich verstehe nicht. Also, ich verstehe auch nicht, dass das Porygon nicht reingeworfen hat, wo man sagt: Okay, hey, komm, gib mir doch einen kompletten Sieg. Aber nein, dann halt nicht. Aber gut, da die Aufnahme jetzt an sich für mich bei weitem zu lange geht, machen wir jetzt hier Feierabend für heute mit dieser Voraufnahme. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und ich bleibe natürlich dabei. Schickt mir gerne so ein paar Ideen noch für Teams und so. Ich habe zwar noch ein paar Ideen, wie ich da vorher auch schon gesagt habe, aber schickt mir gerne Ideen. Ich meine, vielleicht kann man davon diverse ja mal umsetzen. Ja, dann mach's gut, bis zum nächsten Mal. Und tschüdelü!